Jede Medaille hat ihre Kehrseite. So auch die Liebe. In einem Moment schwebt man noch voller Glücksgefühle auf Wolke 7, im anderen Moment befindet man sich im freien Fall ohne Fallschirm. Sie ist das schönste aller Gefühle und zugleich das schlimmste. Sie schenkt uns unvergessliche Momente in unserem Leben und lässt uns andere bereuen. Auf unserer Suche nach der wahren Liebe durchleben wir Höhen und Tiefen. Was sich gestern noch perfekt anfühlte, kann schon morgen im Chaos enden. Liebe, Streit, Hass. Vom Himmel zur Hölle und zurück. Die Liebe nimmt uns im Leben immer wieder auf eine wilde Achterbahn der Gefühle mit, in der wir anscheinend eine Dauerkarte gebucht haben. Immer am Anschlag die Kotztüte, um die Schmetterlinge einzufangen. Kann man sich überhaupt sicher sein, ob der Highway to Hell bzw. Love jemals endet? Wie oft muss man die falsche Ausfahrt nehmen, um dann über triste Landstraßen wieder auf die richtige Spur zu kommen? Wäre das Leben eine Autobahn, könnten Schilder wie wahre Liebe in 5 Jahren uns auf unserer Fahrt sicherlich helfen. Doch unser inneres Navigationssystem sieht das anders. Kurze Verschnaufspausen auf den Rasthöfen für ein kleines Techtelmechtel, um den liebesbedürftigen Tank aufzufüllen oder gar längere Aufenthalte in nahegelegenen Städten mit Sehenswürdigkeiten wie der großen Liebe, sind auf der Fahrt durch unser Leben keine Seltenheit und unumgänglich. Das Ziel ist und bleibt jedoch das gleiche, die wahre Liebe finden. Diese Odyssee der Gefühle beschäftigte schon die großen Dichter und Denker, sorgte für zahlreiche Kuschelrockalben und schnulzige Liebeskomödien, die uns die Hoffnung geben, dass da draußen jemand ist, der auf uns wartet. Der passende Deckel zum Topf. Die eine Seelenverwandtschaft, die für das ganze Leben reicht. Und vielleicht ist sie der Sinn des Lebens, nach dem wir alle streben und auf dem wir keine Antwort haben. Getrieben von dem inneren Verlangen, Liebe zu empfangen und zu geben. Hat man jemals gelebt, wenn man nie geliebt hat? Es ist eine unendliche Geschichte. Am Ende findet jeder für sich seine Antwort auf die Frage, was die wahre Liebe ist. Und vielleicht hat man sie dann sogar schon gefunden.